Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Baguette-Rezept. Und zwar machen wir heute Pizza-Baguettes mit Salami. Dafür als erstes alle Zutaten für die Soße in ein hohes Gefäß geben. 150 Gramm passierte Tomaten, eine halbe kleine Zwiebel, grob in Stücke geschnitten, eine Knoblauchzehe, einen Teelöffel Kräuter der Provence, einen guten Schuss Olivenöl und eine Prise Salz, Zucker und Pfeffer. Danach alle Zutaten mit Hilfe eines Pürierstabs für etwa 1 bis 2 Minuten durchmixen, bis daraus so eine cremige Tomatensoße entstanden ist. Die Soße danach erstmal zur Seite stellen und jetzt 4 Baguettes zum Aufbacken mittig halbieren. Außerdem eine halbe Paprika entkernen und fein hacken. Eine halbe kleine Zucchini ebenfalls in feine Würfel schneiden. Und zum Schluss 2 bis 3 Mini-Salamis in dünne Scheiben schneiden. Danach können wir die Baguettes auch schon belegen. Dafür als erstes mit 1 bis 2 Esslöffeln der Tomatensoße einstreichen und dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Als nächstes alle Baguettes mit ein paar Gemüsewürfeln belegen. Außerdem etwas geriebenen Käse darauf verteilen. Ich habe hier geriebenen Emmentaler genommen. Und zum Schluss die Salamischeiben. Danach kommen die Baguettes in den vorgeheizten Backofen für ca. 10 bis 12 Minuten bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Und sobald die Baguettes richtig schön knusprig sind und der Käse geschmolzen ist, können wir die Baguettes aus dem Ofen holen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.